Exponentialfunktionen beschreiben Wachstum und Zerfall. Aber an der Funktionsgleichung siehst du ja nicht wirklich, wie es wächst. Dafür nimmst du in Mathe oft Funktionsgraphen. Bei einer Verdopplung in jedem Schritt, also bei f von x gleich 2 hoch x, sieht das so aus. Bei x gleich 0 geht's 1 nach oben, denn 2 hoch 0 ist 1. Bei x gleich 1 geht's 2 nach oben, denn 2 hoch 1 ist 2. Bei x gleich 2 geht es 4 nach oben, denn x hoch 2, also x zum Quadrat, ist 4. Und dann geht's so weiter. Bei x gleich 3 ist es 8, bei 4 ist es 16, dann 32 und so weiter. Wird in jedem Schritt nicht verdoppelt, sondern mehr, also nicht Wachstumsfaktor 2 bzw. Basis 2 in der Exponentialfunktion, dann geht es noch schneller. Und wenn die Basis kleiner wird, dann wird es immer langsamer. Ab einem bestimmten Punkt sieht aber der Funktionsgraph plötzlich ganz, ganz anders aus. Also Basis b größer 1 heißt exponentielles Wachstum und der Funktionsgraph steigt. Basis zwischen 0 und 1 heißt exponentieller Zerfall und der Funktionsgraph fällt. Was sind die wichtigsten Eigenschaften vom Graphen der Exponentialfunktion? Exponentialfunktionen wachsen also immer schneller oder nehmen immer langsamer ab. Und das sind die wichtigen Punkte, die du dir am Funktionsgraphen merken musst. Erstens, der Wertebereich, also das, was für y rauskommen kann, das ist immer positiv. Alle Funktionsgraphen verlaufen also oberhalb der x-Achse. Und das heißt natürlich, es gibt keine Nullstellen. Zweitens, alle Funktionsgraphen gehen durch 0, 1, weil b hoch 0 eben 1 ist. Aber Achtung, wenn du eine Funktionsgleichung mit Anfangswert n0 hast, dann gehen die Graphen nicht durch 0, 1, sondern durch 0, n0. Drittens, beim exponentiellen Wachstum, also bei Basis b größer 1, wird bei größerem x auch der Funktionswert f von x immer größer. Also ist die Funktion für Basis größer 1 streng monoton wachsend. Viertens, beim exponentiellen Zerfall, also Basis b zwischen 0 und 1, wird dagegen bei größerem x der Funktionswert f von x immer kleiner. Also ist die Funktion für Basis zwischen 0 und 1 streng monoton fallend. Fünftens. Die x-Achse ist Asymptote der Funktion. Das heißt, der Funktionsgraph nähert sich der x-Achse immer mehr an. Aber sie schneiden sich nie. Denn beim exponentiellen Zerfall zum Beispiel ist 1/2 hoch 100 zwar eine wahnsinnig kleine Zahl, aber sie ist immer noch positiv. Also kommt der Funktionsgraph nie an die x-Achse dran. Sechstens. Wegen der Potenzgesetze ist 1 durch b in Klammern hoch x das gleiche wie 1 durch b hoch x. Und das ist wiederum das gleiche wie b hoch minus x. Die Exponentialfunktion f von x gleich 1 durch b hoch x sieht also bei x genauso aus wie die Exponentialfunktion f von x gleich b hoch x bei minus x. Wenn man den Graph von b hoch x an der y-Achse spiegelt, erhält man also den Graph von b hoch minus x. Jetzt weißt du, wie der Funktionsgraph der Exponentialfunktion aussieht. Weitermachen kannst du zum Beispiel mit dem Unterschied zwischen exponentiellem, linearem und quadratischem Wachstum. Oder du schaust dir an, wie du Exponentialgleichungen mit dem Logarithmus lösen kannst.